Was passiert jetzt in Afghanistan? Denken Sie, die Taliban haben sich weiterentwickelt? Nein, ich glaube, sie erleben gerade so etwas wie eine Existenzkrise. Wollen sie von der internationalen Staatengemeinschaft und der amerikanischen Regierung anerkannt werden oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. They care about their beliefs more. Well, they do. But they also care about whether they have food to eat, whether they have an income that can make any money and run an economy. They care about whether or not they can. Ich glaube, es ist ihnen sehr wichtig, dass es den Menschen im Land nicht schlecht geht und dass sie eine Wirtschaft haben, die mit anderen Ländern zusammenarbeiten kann. Ich glaube, diese Frage stellen sie sich intern gerade. I'm not sure I would have predicted, George, nor would you or anyone else, that. Ein Zeichen dafür gibt es ja schon, denn es war ja nicht vorhersehbar, dass sie amerikanischen Staatsbürgern die Ausreise ermöglichen. Was ist mit der afghanischen Bevölkerung, insbesondere den afghanischen Frauen? Wir sollten so viele ausfliegen, wie es nur irgendwie geht. Ich habe dazu heute schon ein Meeting gehabt und es gibt vor dem Flughafen viele afghanische Frauen mit ihren Kindern. Ich habe den Leuten gesagt, bringt sie rein in den Flughafen so schnell wie es geht. Bringt sie auf ein Flugzeug und fliegt sie außer Landes. Auch die ganze Familie, wenn das geht. Die Vorstellung, dass wir mit Waffengewalt international die Rechte der Frau durchsetzen werden, ist nicht rational. Schauen wir uns das zum Beispiel in anderen Teilen der Welt an. In China zum Beispiel. Oder im Kongo. Es gibt viele Orte, an denen die Frauenrechte mit Füßen getreten werden. Und was man tun kann, ist nicht Militärintervention, sondern durch diplomatischen Druck über die politische Ebene hier eine Änderung herbeizuführen. Was ist mit der Gefahr für die Vereinigten Staaten von Amerika? Könnte es sein, dass bei den Taliban jetzt alles noch viel schneller und noch mehr ruckzuck geht, als wir das ursprünglich gedacht haben? Ja, das könnte tatsächlich sein, aber darum geht es gar nicht. Schauen Sie, Al-Qaida und die Taliban, das sind Dinge, die sich rasend schnell weiterverbreiten. Es droht den USA eine größere Gefahr aus vielen Teilen der Welt als aus den Bergen von Afghanistan. Und wir haben ja immer noch die Möglichkeit, dass wir die Afghanen, wenn sie nicht mitspielen, aus dem Spiel nehmen. Wir haben in Syrien zum Beispiel kein Militär, das auf Nummer sicher geht. Sind Sie sicher, dass wir das in Afghanistan haben werden, auch weiterhin? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier die militärische Oberhand behalten werden. Worauf ich hinaus will, ist, die Gefahr von Al-Qaida und den Organisationen, die mit ihnen zusammenarbeiten, ist aus anderen Ländern viel größer als die Gefahr, die uns derzeit aus Afghanistan droht. Und deswegen sagen Sie, es ist richtig, dass wir jetzt aus dem Land rausgehen. Nein, was ich damit meine, ist, wir sollten uns darauf konzentrieren, wo die Gefahr am größten ist. Und die Vorstellung, dass wir noch weitere hunderte Milliarden von US-Dollar damit verschwenden, unsere Truppen in Afghanistan zu behalten, wenn wir andere Probleme haben, um die wir uns kümmern müssen, ist für mich nicht nachvollziehbar.